So, drei Spektrometer werden heute mal verglichen. Das ist hier ein mechanisch-optisches. Dann haben wir hier einen Bausatz von ELV. Und hier noch ein softwarebasiertes. So gut, dass man sogar die Fraunhofer-Linien sehen kann. Ich weiß nicht, ob das hier in der Kamera möglich ist, dass man das hier mal einblendet. Hier sehen wir das Tageslichtspektrum. Wenn man mit dem Auge reinschaut, kann man die Fraunhofer-Linien ganz genau sehen, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Links oben sind die Anteile rot, grün, blau. Dann wird die Lux-Zahl angezeigt, die ist sehr genau. Und dann haben wir die Farbtemperatur, die wird von 3600 angezeigt und die ist sehr stark abhängig von der Tageszeit und vom Sonnenstand. Die Lux-Zahl geht relativ genau, habe ich geprüft. Jetzt gehen wir mal zu einer Infrarot-Wärmequelle, was da passiert. Wir haben natürlich einen sehr großen Rotanteil. Wir haben hier nur eine Farbtemperatur von 800, ca. 900 Kelvin. Leuchtstofflampe, Farbtemperatur 5600, das kommt ungefähr hin. Und dann sehen wir uns mal dieses Gerät an. Das ist ein USB-Mini-Spektrometer. Läuft auf Windows 10 mit einer Software, die wird als E-Mail-Link verschickt. Hier ist ein kleiner Schlitz drin. Ich vermute, das Gerät hat eine Kamera integriert und nimmt dann das Signal auf. Die halte ich jetzt auch mal hoch, auch so 30 cm weg von der Leuchtstofflampe, und hier sieht man, es sind zwei Anzeigen. Das ist wahrscheinlich das Kamerabild, die integrierte Kamera, und das ist die Kurve, die Spektralkurve, die wird jetzt so angezeigt. Man sieht ja mehrere Zacken, das ist üblich bei Leuchtstoffröhren, dass es solche Zacken gibt. Beginnen tut das Ganze bei 570 Nanometer und enden du der ganze Rahmen bei 1050 Nanometer. Das ist das Spektrum. Der Hersteller sagt, das wäre nicht kalibriert, ließe sich mit der Software kalibrieren, aber zu einer Spektrumanzeige reicht das allemal aus. Das Programm ist die Version 2.3.